Die Frage ist, welche nützlichen Helfer gibt es in Talent? Will mir diesen kleinen Job mit dir zusammenbauen, um dir da ein paar Sachen zu zeigen, welche Shortcuts es gibt, welche Tastenkombinationen und so weiter. Also gehen wir mal hier zu Talent Open Studio. Und du siehst hier, ich habe den leeren Job Helper geöffnet, bis auf diese Node-Komponente ist der leer. Aber du kannst dir natürlich einfach einen neuen erstellen, hier über Create a Job und einen entsprechenden Namen vergeben. Ich möchte jetzt hier mal starten, das kannst du auch, indem ich eine fertig konfigurierte Komponente übernehme. Nehme hier aus dem Kapitel 17 Dokumentation im Job Best Practices diese Fix-for-Input-Komponente. Komponente kopieren kann ich einfach Ctrl-C sagen, wenn das Icon ausgewählt ist, und hier Ctrl-V. Dann kommt sie komplett konfiguriert in meinen Job hinein. Und hinten dran kann ich jetzt einfügen die Lockrow-Komponente. Das scannst du jetzt schon aus dem anderen Video. Kann einfach hier in dem Designer anfangen zu schreiben. Ich könnte sie natürlich auch hier rechts in der Palette suchen. Aber wenn man einmal weiß, wie die heißen und was es so gibt, ist das in der Regel einfacher. Also ich reduziere jetzt hier mal die Palette dafür. Und jetzt möchte ich eine Verbindung herstellen, damit die Daten, die hier produziert werden, auch hier auf der Konsole ausgegeben werden. Das könntest du machen, indem du Rechtsklick machst auf die Fix for Input und sagst Romain und das hier drauf fallen lässt. Schauen wir uns das Ergebnis mal an. Dann kommen diese Daten hier auf der Konsole raus. Es geht aber auch einfacher, indem wir jetzt hier sagen, nicht Rechtsklick, nur die Komponente auswählen und dann dieses O hier ziehen und auf der Zielkomponente fallen lassen. Dieses O, was hier erscheint, bedeutet Output und dieses I ist hier Input. Das heißt, diese Row 1 hat jetzt hier bekommt ein Output von der Fixflow-Input-Komponente und ein Input die Log-Row bekommt den Input von der Row Main. Ja? Diese Verbinder hier kann ich umbenennen, indem ich da so einen verzögerten Doppelklick drauf mache. Jetzt kann ich hier mal sagen, zum Beispiel Input oder wie immer ich das nennen möchte. Und damit haben wir unseren ersten kleinen Subjob gebaut. Den kann man auch noch bezeichnen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Subjob. Ja, und auch hier siehst du vielleicht schon unter der Komponente. Das kann man hier in dem View-Tab ändern. Ist schon etwas anderes angezeigt. Das können wir auch hier mal tun. Und zwar kann ich jetzt hier schreiben, statt dem Parameter Unique Name, den sie in Talent selbst hat, könnte ich jetzt hier einfach hinschreiben Console, also Konsole. Und dann lassen wir den Job nochmal laufen. Dann sehen wir, wir haben immer noch das gleiche Ergebnis, aber es ist halt ein bisschen besser aufgebaut und dokumentiert, ja, weil wir jetzt hier etwas mehr dran bzw. drüber stehen haben. Und so einen Subjob kann ich eben auch zuklappen und aufklappen mit diesem Icon hier vorne vor dem Namen. Gut, und jetzt möchte ich das Ganze etwas umbauen. Möchte die Konsole jetzt hier unten haben. Werde jetzt deswegen diesen Verbinder hier mal wegnehmen und das zwischendrin erstmal in den Speicher schreiben. Für dieses Speicherschreiben verwende ich jetzt hier die Buffer-Output-Komponente. Also Output bedeutet Ausgabe an den Speicher. Stelle hier wieder so diese Verbindung her und hier unten füge ich ein die Buffer-Input-Komponente. Diese Buffer-Input-Komponente hat jetzt so einen Platzhalter für das Schema, aber das ist natürlich noch leer. Wenn ich das jetzt nicht von Hand hier neu anlegen möchte, weil der Buffer über das Schema funktioniert, werde ich einfach hier oben von der Buffer-Output-Komponente das Schema kopieren. Gehe da auf Edit Schema, sage Ctrl-A und Ctrl-C und gehe jetzt hier auf Cancel. Und hier unten Edit Schema, Ctrl-V, fügen wir das Schema ein und verbinden jetzt auch diese beiden Komponenten hier wieder miteinander. Dann können wir auch dem hier wieder einen Namen geben, Memory Read zum Beispiel. Und wir müssen jetzt natürlich noch sicherstellen, dass das hier unten, der Subjob 2 sozusagen, nicht ausgeführt wird, also nicht vom Speicher gelesen wird, bevor hier oben wirklich alles reingeschrieben wurde. Das können wir tun, indem du hier machst einen Rechtsklick und wählst aus Trigger und On Subjob OK, also nicht On Component OK, weil dann wird es nur auf die Fix-for-Input-Komponente sich beziehen, sondern On Subjob OK. Und das da unten auf der Startkomponente vom zweiten Subjob fallen lassen. Und dann können wir das nochmal ausführen, indem ich hier wechsle auf den Writer Run und klicke auf den Button Run. Aber es gibt auch dazu einen Shortcut, den habe ich auch schon verwendet, das hast du vielleicht gesehen.
weil ich mal nicht auf Run geklickt habe und den Job trotzdem ausgeführt habe, und zwar F6. Mache das jetzt nochmal und dann sehen wir, hier kommt immer noch das gleiche Ergebnis. Genau, und jetzt wirst du vielleicht oft entwickeln und machst sowas wie hier ich jetzt gemacht habe und hast dann ungespeicherte Änderungen und möchtest den Job, das sieht man hier an dem Stern, aber vielleicht explizit mal speichern, bevor du ihn ausführst. Dafür kannst du hier oben die Diskette verwenden. Oder eben, wie es da schon in Klammern zu sehen ist, auch diesen Shortcut Ctrl-S. Wenn ich sage Control, ist es auf der deutschen Tastatur natürlich immer STRG. Ja? Gut, und dann habe ich noch was vergessen, was ich dir hier sagen wollte. Eigentlich nein, ne? Also auch hier unten könnte man jetzt natürlich das wieder ändern. Diese Verbinder, wie die heißen, zum Beispiel hier oben machen wir einen Write. Also wir schreiben den Memory und hier unten einen Read. Genau, und das sind aus meiner Sicht jetzt die nützlichsten Helfer in Talent. Und das wird auch das sein, was dir am meisten hilft, um wirklich gut starten zu können.